Und natürlich geht's direkt weiter. So, dann gucke ich mir das mal alles an, was sie hier dabei hatten. Und nimm mal so viel wie möglich mit. Ich glaube, Nahkampfwaffen repariere ich nur dann, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, wohin mit dem Schrott. Wie jetzt zum Beispiel. Zwei Schrott hat es gekostet und zwei Schrott habe ich... Ah, siehst du, ist auch super. Was steht da? Welcoming oder Welcoming? Sie kommen. Jetzt will ich hier nochmal reingucken. Dann gucke ich hier nach links nochmal. Vielleicht finde ich hier nochmal so ein Nest. Obwohl ich... Ja, Schrott. Kerosin. Abgesägte Schrotflinte. Ich will die eigentlich, die Knarre, die ich habe, ich will... Ich finde es echt beschissen, dass du einfach nur die... Dass du die nicht irgendwo lagern kannst. Das geht mir gerade so derbe gegen den Strich, gefühlt. Okay, Schrott ist voll. Die ist hier am Ausbluten. Das finde ich super. Hier liegt noch ein bisschen Muni rum. Das gefällt mir auch ganz gut. Ich fände es cool, wenn man irgendwann mal vielleicht ein bisschen mehr Munition kriegen könnte oder so. Das wäre super. Hier liegt eine Basie rum. Das ist schon mal ganz gut, obwohl ich mit der Axt eigentlich auch sehr zufrieden bin. So, die Frage ist jetzt... Hier liegt auch noch ein Beil rum. Das ist ganz gut. Hier liegen noch ein paar Bikes rum. Und genug Schrott. Das bedeutet, ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich mein Bike vielleicht repariert bekomme. Auch wenn es halt wirklich nur 1% ist, ist halt... Ne? 1% ist 1%. Ich krieg das hin. Los geht's. So, ich muss auch gucken, dass ich bald wieder... Ich hab nur noch einen halbvollen Tank. Das macht vielleicht gut Sinn, hier nochmal nachzuschauen. Ob vielleicht noch irgendwo Kerosin ist. Hallo, ich hab doch X gedrückt. Danke. Also das mit dem X ist noch ein bisschen interessant. Ist noch ein bisschen interessant. So, ich könnte mich eigentlich auch heilen. Und hoffen, dass ich das da mitnehmen kann. Ja, nehme ich mal mit. Wie viele Verbände kann ich denn mitnehmen? 1 von 3 Medikits, 5 benutzen. Dann kann ich das nicht herstellen. Genau. Also das mit dem Craften, wie gesagt, das gefällt mir sehr. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Ja, ganz langsam langfahren. Wer weiß, was hier entgegenkommt. Ich habe jetzt kein Kerosin oder kein Benzin oder so gesehen. Ich will hier jetzt nicht durchrushen, aber sieht für mich eigentlich relativ leer aus. Also gar nicht, ob ich da noch Tank verbrauche, wenn ich überhaupt mit dem Bike hier so durchrasch. So durchgehe. Wer liebt, der schiebt. Der muss es ja nicht immer anmachen. Es reicht ja auch, wenn er es irgendwie schiebt oder so. Das wäre eine gute Option. Da ist auch eh nur Schrott drin. Schrott ist eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt als Mangelware besitze. So, hier. Wo kommst du denn her? Wow, du Rattesau! Du Elender! Wo kamt ihr denn jetzt her?
Ja. Ist eigentlich ganz gut. Ich habe das jetzt repariert, weil hier gibt es sowieso mehr als genug Schrott. Guck mal, jetzt habe ich meine Schrottdinger doch schon wieder voll. Boah, haben die mich erschreckt. Also der eine zumindestens. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da jetzt noch irgendwie großartig Viecher kommen. Es war so ruhig. Auf einmal waren die da und... Warum? Ja gut, sind halt keine... sind halt nicht dumm, ne? Also nicht gänzlich. Ich gucke ja auch noch immer so ein bisschen hin und her, ob ich da noch irgendwas finde. Aber sieht für mich aus, als könnte man hier durch... Hier ist noch was, bestimmt irgendwie. Ach man, so viele Knarren und ich kann sie nicht mit. Die kann ich bestimmt irgendwo mitnehmen, ich weiß nur nicht wie. Das wird sein. Ich meine, komm schon, die hören doch mein Bike. Noch ein Nero-Lager. Mal sehen, was sich in der MMA so verbirgt. Stimmt eigentlich. Die Nero-Lager sind eigentlich gar nicht schlecht. Die sind eigentlich gar nicht schlecht. Da gibt es ja, glaube ich, Dingsbums, ne? Danger. Stelle die Stromversorgung wieder her. Was? EPCA-Technologie. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, wir finden in diesen ganzen Nero-Lager solche... Eine Sicherung. Ja. Okay. Lass mich raten. Das wird doch wieder so wie beim letzten Mal. MMA-Sicherungskästen. Wenn eine Nero-MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Nero-Kontrollpunkt. Ach, verdammt. Die Sicherung ist durchgebrannt. Ja, habe ich doch schon gefunden. Jetzt sind wir im Geschäft. Na, ja, das sollte klappen. Ah, hier ist der Generator. Ja, jetzt muss ich aber noch Benzin finden. Aber bevor ich das mache, will ich mal gucken, ob ich die Lautsprecher so schon abreißen kann. Genau. Ein bisschen Vorbereitung, ja. Vorbereitung ist alles, wenn du gut vorbereitet bist. Dann kannst du den ganzen Kram durchaus... durchrotzen. So, jetzt muss ich irgendwie Benzin finden. Da haben wir es doch schon. Mache ich erstmal voll. Kerosin. Benzin. Ja. Yeah. Nehmen wir das Zeug mit. Warte mal, hier liegt noch was. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich alles mitnehmen. Sterilisierungsmittel. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Gut, bevor ich das aber anmache und hier Stress oder so losgeht, würde ich gerne mein Bike nochmal voll tanken. Oh, diese Mücke. Im Spiel, das ist so eklig. Fertig. Das ist so eklig. Widerlich. Es gibt kein schlimmeres Geräusch als das. So, mache ich mal den Strom an, versuche dann da reinzukommen und vielleicht... Grünes Licht ist gut. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Hoffentlich ist da was drin, das die Mühe wert ist. Och, komm schon.
Ja, da schon wieder. Waren das alle? Ja. Ach, Mutti. Komm, steig auf mein Bike. Hm? Wer wird denn da gleich den Kopf verlieren? So, ich kann es also nur richtig reparieren und nicht zum Teil. So, wollen wir mal gucken, was wir so finden, ne? Nehme ich mit. Heil mich nochmal. Warum kann ich keinen Verband herstellen? Maximale Kapazität. Na gut. Ja, ein Neuroinjektor. Yeah. Förder konzentriert. Oh ja. Ich probiere es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Fokus, Neurokontrollpunkt. Ja, nehme ich mit, ne? Das Ende der Welt. Ziel, ich muss so viele Neuroinformationen wie möglich sammeln, um herauszufinden, was da draußen passiert ist. Alles den Bach runter. Schlafe ich wenigstens nicht ein. Wunderbar. Hier geht's wieder nach draußen. Das ist schön. Die Frage ist jetzt, will ich beim nächsten Nero-Stützpunkt vielleicht, also hier nochmal zurück, weißt du? Vielleicht ist da ja auch noch einer. Na gut, ist jetzt Nacht, ne? Der hält aber viel aus. Hat aber einen Arm verloren. Das muss man lassen. Also er hat Bock. Nee, jetzt will ich aber mal zurück hier. Komm. Also es ist schon schön hier, ne? Ich hätte so... Nesta, ich muss sie beseitigen, damit die Durchfahrt wieder sicherer ist. Das kriegen wir hin. Da ist also das Gebiet. Alle Nester räumen. Mollys habe ich, das ist okay. Alles klar. Irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Na gut. Frage ist, wo sind die ganzen Nester? Aber scheiß selten, ne? Ich helfe dir mal ein bisschen. Lass mich raten, da drin ist ein Nest. Ich sehe es doch schon. Oder war hier ein Nest? Nee, hier sind noch 0 von 5. Das bedeutet, hier dürften keine Nester sein. Vielleicht sind die da in dieser Stadt.
Muss ja nicht unbedingt hier drin ein Nest sein, aber ich gucke trotzdem nochmal sicher. Warte mal, da habe ich doch ein Nest drin. Was eigentlich komisch ist, weil eigentlich da oben ist ein Nest. Die Frage ist, wie komme ich denn da am besten hoch? Ja, durch das Klosett am besten nicht. Ganz ruhig und langsam. Ach Mist. So, wunderbar. Schrott repariert. Das müsste auch bald fertig sein. Hier haben wir noch ein Medikit. Und das müsste doch auch jetzt langsam... Genau, das gibt jetzt ab sofort Reste. Oh, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Optionales Ziel, aber diese Nest... Diese Nestsuche macht halt auch einfach sau viel Spaß, ne? Das macht mir halt auch gerade aktuell sehr viel Spaß. So, ich muss halt aufpassen, nicht, dass ich die ganze Zeit nur Medikit benutze. Das ist jetzt nicht so optimal. Das war wohl ein Crit. Hallo Mutti. So, in den Uterus. Und du in den Arsch. Hab ich den jetzt getroffen? Was zum... Mein Schrott wird knapp. Meine Bolzen auch. Ich muss sie mal wieder einsammeln. Die Frage ist jetzt, wo finde ich noch Stuff? Hier drin gibt es noch Zeug. Ja, kann ich einsammeln. Warum eigentlich nicht? Ist jetzt nicht so, als hätte ich da so wenig von. So viel, dass ich es liegen lassen kann. Aber ich muss es jetzt auch nicht explizit sammeln, also... Von daher, das lasse ich jetzt einfach mal liegen. Nein, ich habe keinen Schrott und keinen Zedernsetzling mehr. Wird jetzt doch bisschen knapp. Wird jetzt doch ein bisschen knapp. Ich weiß, dass da einer ist. Vielleicht kriege ich das so hin. Ja, ganz genau. Und Bolzen. Schlucki. Schlucki, Schlucki. Ich könnte natürlich jetzt auch hier mit dem Gewehr hier durchömmeln. Aber das lasse ich mal lieber. Ich
Der hat aber viel ausgehalten. Na gut. Hier sind noch Nester. Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Reicht das? Müsste eigentlich. Leute! Macht mal langsam! Burn, Motherfucker! Burn! Fuck! Kann ich das reparieren? Nee, ne? Fuck! Och, Mist, Ausdauer verbraucht. Scheiße. Oh, wie ekelhaft ist das denn? Fuck! Infiziertes Gebiet, das ist schön. Die Frage ist, was wurde gespeichert? Oh, arme Kuh, haben es schon gefressen. Gut, hier ist noch eine Axt. Oh, eine Feuerwehraxt. Okay. Ich glaube, die macht richtig Schaden. Okay. Okay, es wurde nicht gespeichert. Aber die Musik gefällt mir nicht. Kommt bestimmt irgendwie so ein Boss oder so. Kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ist das Nest jetzt kaputt oder nicht? Ja, ist kaputt. Aber es dauert noch ein bisschen. Also das Verbrennen hätten sie vielleicht so aus gameplay-technischen Gründen ein bisschen schneller machen können. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch, dass es ein bisschen länger dauert. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich deren Aufmerksamkeit. Ja. Ich glaube, die Feuerwehraxt behalte ich mal lieber. Die gefällt mir persönlich ganz gut.
Die Frage ist jetzt, wo finde ich denn das nächste... Das nächste Nest. Ich glaube, ich war da schon da vorne und habe das hier vergessen. Okay, na das mit dem Gewehr wird, glaube ich, ich werde mit dem Gewehr hier nicht warm, okay? Sagen wir es einfach mal so. Ja, nicht schlecht. Jetzt muss ich einfach ein bisschen vorsichtiger einfach vorangehen. Dann sollte der Käse auch gegessen sein. Endlich, verdammt. Die Nester räume ich auf jeden Fall ein. Geil! Beide Bolzen wieder bekommen. Das Nest ist da oben. Vielleicht kann ich das von hier... Noch ein Nest. Abfackeln. Ja... Dann kann ich mich auch hier bestimmt verstecken und zugucken. Super! Das freut mich. Okay, das habe ich. Dann würde ich sagen... Da war ich aber auch schon, ne? So, Mädels. Oh, fleißiges Bienchen. Oh, die ist alleine. Das ist gemein. Das ist so gemein. Nee, ich stelle ja gleich direkt drei her. Munition. Also gebracht hat's was. Und ich habe auch wieder Bolzen bekommen. Die Frage ist... Ne, passt schon. So, ich habe ja gesagt, ich gehe hier nochmal durch. Ich brauche 4 Schrott, um das zu reparieren. Ja gut. Dann müssen wir das Gebiet hier noch säubern. Und dann gucken wir mal, wie wir es... Oh, 5 Schrott, das war richtig gut. Damit kann ich auch gleich mal ordentlich was fixen. Die Feuerwehr-Axt ist halt sau langsam, aber die macht ordentlich Damage. Dafür, dass ich halt noch zeitgleich das Messer mitnehmen kann, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, jetzt guck ich schon mal in der Werkstatt, weil hier in der Scheune war mir... Nee, hier in der Scheune war mir. In der Werkstatt das Ding haben wir geklatscht, genau. Hier ist vorbei gewesen. Und da haben wir das Zeug auch eingesammelt. Hier gibt es noch den Hammer, der hat aber nicht so viel Auerbohauer wie... Genau. Dann gehe ich nochmal, guck ich nochmal, ob ich hier im Haus was finde. Aber das sieht für mich eher aus... Wenn hier eher was... Hat sich hier recht schön eingerichtet, die Mutti. Das muss man lassen. Schönes Häuschen. Shit, geht nicht auf. Wie, das geht nicht auf? Wieso geht das nicht auf? Muss ich da erst einen Schlüssel für finden? Oh.
Was habe ich da gehört? Aha. Annäherungsbombe, wenn du eine ausgefüllte hat, LT gedrückt. Geil. Das brauche ich. Ja. Lappen, Medikit. Aha. Aha. Hat sich gut. Er oder sie sich gut. Deserteurpatrouille. Oh, verdammt. Sieht aber eigentlich ganz... War eigentlich gar nicht mal so schlecht. Diese Deserteurpatrouille. Weil der hat ganz viele weggelockt. Die sind dem gut hinterher. Was ich persönlich jetzt auch nicht so schlecht finde, ne? Vor allem, wenn ich jetzt hier die... mal hier so angucke, wie es läuft. Stelle ich mal ein paar her. Super. Zur Hölle, Freak! Ich nehme die Beine in die Hand! What the fuck, da kommen ja immer mehr! Was zum Fick? Nein! Was zum... Man kann es übertreiben. Alter, es ist doch unglaublich. Ich werde so schnell wie möglich abhauen hier. Alter, wie soll man das denn schaffen? Landungsschatten. Okay. Ich werde später hier zurückkommen. Das war mir jetzt ein bisschen too much, mein Freund. Wow. Übel. Alter, das könnt ihr doch nicht... Ring. Ich habe hier Holz gefunden. Das nehme ich mir mit. Braucht man immer. Alter. Einfach da so viele Viecher reinsetzen. Erstmal heilen, du. Hallo, Freak. Tschüss. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ein Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Ja, das ist schön und gut, aber... So wie es aktuell aussieht, werde ich hier gar nichts machen. Also ich bin keine Ein-Mann-Armee. Okay, das war lustig. Kämpft ruhig ein bisschen.
Mein Bike ist im Arsch. Das wollte ich nur mal... Mal sehen. Das sollte klappen. Ein bisschen Bescheid geben. Ich muss auch nach oben. Mernesta, infiziertes Gebiet. Ach, stinkt zumindest einigermaßen. Verbrennen und zerstören. Ja, ich weiß, ich habe da auch voll Bock drauf. Das Problem ist nur, dass mir das halt alles nichts bringt. Ist hier einigermaßen safe? Das wäre schön, aber sieht für mich nicht so danach aus. Schrott übrig. Ich muss hier echt aufpassen, was ich mache. Ich habe so das Gefühl, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen zu retarded reingegangen bin. Aber ich habe schon Lust, das infizierte Gebiet zu klatschen. Da ist ein großes Feuer. Bolzen rumfliegen. Da ist ein nächstes Camp. Ich glaube, ich sollte echt mir angewöhnen, abends hier rumzulaufen. Morgens hier rumzulaufen oder tagsüber. Da haben wir nicht ganz so viele Verrückte hier rumflattern. Mal gucken, was hier so drin ist. Bestimmt zu. Oh. Jawohl, Munition ist immer gut. Lappen für Verbände und so ein Shit ist auch immer gut. Okay, das ist ein richtig gutes Haus. Mit Pool, mit allem drum und dran. Also, wenn es hier nicht alles so abgefrackt wäre... Diese Zuckung. Kannst keinen ordentlichen Kopfschuss machen. So, ich habe aber keine Bolzen zurückbekommen, ne? Schade. Schade. Ist aber schick, 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 ne? Gefällt mir ganz gut. Ich habe da ein Bäumelein gesehen. Das nehme ich natürlich gleich mit. Mal, was es hier sonst noch so gibt. Sieht aber eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, das mit den verseuchten Gebieten ist natürlich, ich habe so richtig Bock drauf. Man erkennt es meistens an meinem Kommentarstil, wenn ich eher so zurückgezogen werde und eher so, wie heißt, wenig kommentiere, dann ist das Spiel meistens so gut, dass ich richtig Bock drauf habe. Obwohl man das ja genau andersrum erwarten würde.
Mal sehen, was da geht. Ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich... Erstens brauche ich wieder Schrott. Und zweitens muss ich nochmal gucken, dass ich noch Kerosin finde. Oder hier so ein Dingsbums. Eigentlich schon... Jawohl, hier habe ich jetzt 5 Schrott gefunden. Das gefällt mir ganz gut. Die nächste Frage wäre jetzt natürlich... repariere ich die auf 100% mit 4 Schrott oder nicht? So nach dem Motto, weißt du, 10% ist immer ein Schrott oder so. Dann würde ich das natürlich viel... Etwas... Wo kommst du dann her? Hm, Mutti! Papa ist hier. Sollte vielleicht ein bisschen... Hat schon schick. Tja, ich würde sagen... ein Stück Wirbelsäule. Schön mit Salz und Pfeffer. Ein bisschen Öl und dann frittiert. Lecker. Wer kennt's nicht? So, die braucht 4 Schrott, um repariert zu werden. Das ist soweit okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt mehr habe. Wie sieht's dann aus? Das werden ja allmählich zu viele. So, fahre ich einfach mal ins nächste Lager. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das jetzt hierhin führt. Tor aufmachen. Hey, wir wollen keine Angst. Ich auch nicht. Ah, ich habe ein neues Camp gefunden. Wo ist Tucker? Alkai? Drüben, bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an, das Gepäck, breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Breche ich dir die Finger. Okay, also, Deacon lässt sich echt nicht verarschen. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt müssen wir... Hey. So. Nachtanken. Okay. Kann ich noch irgendwas machen? Vertrauensstufe Punkte. Kann ich hier nicht noch irgendwas... Ja, dann... Nichts, alles gut. Was gibt's? Yep. Mach's gut. Gibt's ja noch einen Händler oder so? Nee, ne? Mhm. Ist jetzt die Frage, ist der mit der Knarre da, damit die arbeiten oder damit die eine Ruhe haben? Aber ich glaube, hier ist es eher wirklich Wachen im... Weiß ja nie, wann so einer von den Freaks hier auftaucht. Also dementsprechend immer schön. Jo. Die Mom nehmen wir noch mit. Und dann ist gut vor. Ich sag's doch. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal. Wir haben alle Hunger, Al. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder?
Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper, heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Kommen Sie Richtung Norden? Al, sind Sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Was zum Teufel soll das heißen, hä? Was soll das, hä? Verdammt, Elkai. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was klotzt du so? Ja, ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Stopp! Ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Ehrlich. Hast du Leon gefunden? Ja. Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehme dich mit. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Ich will jetzt nichts sagen, aber ich beende jetzt und mach gleich direkt weiter. Also Leute, haut rein. Ich hab nicht gedacht, dass es jetzt so Hand in Hand weitergeht. Okay, haut rein. Tschüss.